Surrounded ist eine der Missions-CD-Karten. Wir starten als Römer im Zentrum der Karte und sollen uns 4 feindlichen Siedlungen stellen, die uns umkreisen. Schutz bietet uns dabei nur ein breiter Ring aus Wüste, der die Expansion unserer Feinde einschränkt. Blau ist meiner Erfahrung nach der schwächste der feindlichen Spieler und kontrolliert den Nordosten der Karte. Grün spielt als Maya im Nordwesten. Da die Mayas auf Wüste bauen können, besteht die Gefahr, dass er über den Wüstenring siedelt, in meinem Fall versuchte er das aber gar nicht. Im Südwesten siedelt mit Gelb ein zweiter Wikinger. Er ist einer der stärksten Spieler, wenn auch nicht die größte unmittelbare Bedrohung. Und im Südosten sind unsere eigenen Landsleute, die ebenfalls mit die größte Armee haben werden. Beachtet außerdem, dass alle KIs auch Pioniere einsetzen, wenn auch nicht besonders effektiv. Der Berg in unserer Siedlung enthält Kohle, Eisen, Gold und Stein. Leere Bergfelder gibt es auf dieser Karte nicht wirklich, allerdings haben auch alle Felder nur den Standardfüllgrad. Laut Kartentipps sollen wir möglichst früh den Berg im Norden erschließen, den wird der blaue Spieler aber für sich beanspruchen. Bis wir den Punkt erreichen, an dem wir ihn erobern könnten, stehen uns bessere Optionen zur Verfügung. Im Nordosten der Karte gibt es eine Insel mit einigen Maya-Kriegern und Gütern, die ihr aber ignorieren könnt. Was wir leider nicht so leicht ignorieren können, ist das Inselchen im Osten. Hier liegen einige Schwerter, aber viel interessanter ist die Möglichkeit, hier einen Turm zu bauen. Surrounded hat eine vielversprechende Ausgangslage, aber das hier ist wohl leider eine von den Karten, die nicht fertig wurden. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Attack Delays alle gleich sind. Das liegt daran, dass diese Karte kein Skript hat und daher die Standardwerte greifen. Es fehlt damit jedes map-spezifisches Balancing und das merkt man. Ich sehe einen Safe-Turm auf der Insel als einzige Methode, diese Karte zuverlässig auf normal zu gewinnen. Jede andere Strategie ist sehr zufallsabhängig, da es nicht vorhersehbar ist, ob, wann und in welchem Abstand uns die einzelnen KIs angreifen. Es kann sein, dass uns nur eine angreift. Es können aber auch alle 4 gleichzeitig anrücken. Und anders als auf Karten wie Camelot können wir auch nicht mit roher Soldatenmenge die Angriffe der KI unterdrücken, denn so viele Soldaten werden wir gar nicht so schnell produzieren können. Abgesehen davon, dass auch die KI nicht untätig ist, insbesondere Gelb und Lila erreichen gerne mal 800 Soldaten. Ihr habt also die Wahl, spielt auf leicht oder spielt mit Safe-Turm. Ihr müsst wissen, was für euch zufriedenstellender wäre. Letzteres scheint ein Stück weit gewollt zu sein, da man die Insel für die Schwerter definitiv besuchen soll, macht aus der Karte aber ein reines Wartespiel, bis ihr stark genug seid, um die Gegner nacheinander auszuschalten. Meine Reihenfolge war grün, blau, lila und gelb, wobei die letzten 2 definitiv tauschen könnt. Die Festung des blauen Spielers ist auch gut positioniert, um sie zu behalten und damit Angriffe der übrigen KIs dorthin zu locken. Da es nur einen engen Zugang gibt, habt ihr schnell eine Thermopylae-Situation, die euch begünstigt. Mana kann sich auch lohnen, da alle Rohstoffvorkommen in den Bergen vom Auffrischungstopper verbessert werden können. Denkt aber daran, ihn einzusetzen, bevor die Mine leer ist. Das Ergebnis ist leider eine Karte, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen kann. Und wenn ich sehe, was hier alles an Detailarbeit gemacht wurde, glaube ich nicht mal, dass viel gefehlt hat. Ich glaube, dass einfach die Zeit fehlte, die Karte ausgiebig zu testen. Ich würde euch aber empfehlen, eher auf leicht zu spielen, als auf einen Safe-Top zurückzugreifen. Und macht euch am Ende auf ein paar Runden, wo ist Walter mit den Türmen gefasst.